Manchmal ist die vermeintlich einfachste Route bei Weitem nicht die leichteste. Wie sich sowas auswirken kann und warum ein nächtlicher Abstieg aber objektiv geringen Schwierigkeiten eine echte Herausforderung werden kann, das erfährst du in diesem Video. Ja, willkommen im großen Höllental. Wir machen uns heute auf eine Tour, die selten begangen wird verhältnismäßig und der auf YouTube noch nie wirklich sinnvoll gezeigt worden ist, und zwar auf den Heuersteig und mit Abstieg über den Rudolfsteig. Ob wir gescheites Video machen können, wenn ich da verrecke am Weg, dann ist es halt... dann ist es ja ein gescheites Video, oder? Verreckt im Klettersteig, das ist die Fortsetzung von schlecht im Klettersteig. Ja. Außerdem kommt ja heute noch ein Rest dunkles Geheimnis. Nein, ich glaube eine Lampe mit. Der Glauben, die ganze Story beginnt. Ja. Fangen wir schon mal an mit einem E-Überhang. Ein Demutsgebiet an das Einstiegstor. Und man könnte natürlich auch über den Schönbrunnerstieg einsteigen ins Höllental. Aber die habe ich ja schon mal gezeigt. Und außerdem stehen wir direkt beim Parkplatz, wo wir über den Rudolfsteig runterkommen. Und damit, warum sollte man denn den Umweg gehen? Bin schon lange nicht mehr so viel gegangen. Also so hoch. Ja. Schauen wir mal, wie das wird. Ja, bis jetzt wirkt ja alles harmlos. Ja, wenn das so weitergeht, ist es ja gemahle Wiesen. Asraels Respekt vor dieser Tour ist durchaus angebracht, denn wir haben uns diese Route bewusst ausgesucht, um ihn wieder an seine Bestform vom letzten Jahr heranzuführen, wo wir auf der Feisch sogar noch etwas mehr Höhenmeter gemacht haben. Unsere Wahl war also realistisch, aber fordernd. Wo gehen wir da dann rauf? Der Höhersteig, der geht da durch die Globenwand durch, an der leichtesten Stelle. Das schaut schon sehr gut aus. Ja, das große Höllental, weithin bekannt und berühmt als Klettergebiet und wegen seiner landschaftlichen Schönheit. Und trotzdem ist es so, dass der Höllersteig selbst an einem schönen Wochenende nicht wirklich überlaufen ist. Das heißt, er ist mies und keiner will hin. Du hast dieselbe Idee wie ich, oder? Ich weiß nicht. Zwei blöde Gedanken, ne? Geht wer? Ursprungszustand wiederherstellen? Ja. Joi! Also Asrael, wenn du sonst schon kein Erlebnis hast, weißt du nicht, dafür kommst du am Berg, aber das Schaukeln, das nimmt da keiner mehr. Asrael, du rätselst, gell, aber ich werde dir das erklären. Also da kommt man von der Schönbrunnerstiege her. Aha. Da ist die Einmündung, ja. Oh, das darf ich schon, schon erstaunlich, was die Leute machen. Mit den Kletterrouten durchschaffen und was die Baum schaffen, dass sie kommen bzw. dann dort wachsen. He? Unangenehmerweise kommt der ganze Schotter ja auch von wo. Ja, das denke ich mir. Ja, nicht nur rostet da der Berg, sondern da vorher ist also ganz leicht zu ahnen ein Band, wo ein bisschen mehr Bäume wachsen. Und da geht der Höllersteig durch. Ja. Bis jetzt war es ja mehr oder weniger fast nur eine Rolltreppe, die am Berg geführt hat, ne? Was? Wie eine Rolltreppe, die am Berg geführt hat im Vergleich zu dem, was noch kommen wird. Wir haben die Abzweigung erreicht. Höllersteig, gesicherter Klettersteig. Globentörl, Glognitzer Hütte, Habsburghaus. Also noch vor allen anderen Steigen, nämlich Geislachsteig, Teufelsbadsturmsteig, Alpenvereinsteig, haben wir die Möglichkeit, dass wir zum Höllersteig umrennen. Da geht's rauf mit uns, schön. Ja, sehr imposant. Gell? Ja, da macht man gleich deutlich mehr Höhenmeter, aber sehr schöne Höhenmeter, gell? Ja. Hallo. Ja. Wenn man die Bande so anschaut, weiß man. Da ist Steinschlag ein Thema. Jetzt werden wir uns das anschauen, wie Asrael das so macht. Gut. So macht er das. Ja, gratuliere, hast du die ganze Deppert angestellt. Danke. Schau, da sind auch so rostig gestorben. Gibt es mehrere, ja? Die sind zum Teil neu. Ja, wenn der entgegenkommt, hilft er da auch nichts mehr. Daheim bleiben ist für Leute, die Angst vor Steinen haben, eine ziemlich gute Option da.
Schon der Zustieg zum Hoyo-Steig ist recht mühsam und steinschlaggefährdet. Er trägt mit dazu bei, dass die Tour deutlich anstrengender ist, als ihren Höhenmetern entspricht. Die halten schon ordentlich was aus, der Baum. So ein Baum hält was aus, ja? Ja, man kann sich vorstellen, dass dieser Baum nicht freiwillig so gewachsen ist. Ja, ich schaue bei unserem Zustieg bald ein Ende aus. Aufpassen! Ja, was macht er denn? Ja, das Material da ist leider frisch und rutschiger, als man lieb ist. Drüben zu der Markierung, da kommt man irgendwie nicht gescheit. Und da über die Steinerritschen rauf, da ist sehr, musst du aufpassen, das rutscht wirklich weg, gell? Und der Steig ist dann da oben irgendwo? Ja, genau. Ja? Ich sag ja, schön vorsichtig. In den Talschluss rein und da hinten dann rauf geht der Geislachsteig. Ja, immer an den neuralgischen Punkten sind diese Eckmarkierungen. Da geht es tatsächlich da um, wo es zu der Felsnische oder die nächste Markierung zum Sehen ist. Laufen müssen wir noch. Und dann fängt jetzt der Steig an. Gut, weit kann es jetzt nicht mehr sein, gell? Da sind wir jetzt zum Glück in der Felsnische. Da kommt also von oben hoffentlich nichts. Gerade mitten am Weg. Von einer uralten Konservendose. Nehmen wir es mit. Ja, da taucht er auf, der Einstieg, der offensichtliche. Es ist nicht nur ein guter Zeitpunkt für einen Rastbahn-Einstieg, sondern spätestens da. Ja. Ist Zeit, dass man seinen Helm aufsetzt. Rosemary and Sea Salt Crisps von Vasa. Bist du deppert? Ja. Unmittelbar nach meinem 100.000 Abonnenten-Special werden wir uns von Vasa sponsern lassen. Ne? Ja, sehr gut. Ja. Das ist nicht da drin, was hingehört, da wirst du gleich abstürzen. Ja, gell, da passt alles. Eck hängt das. Ja, verdraht. Bist du ein Hund? Die trauen sich ja dreimal um vom Schlafen. Nein. Ha! Ein ja. Eisenvorkommen. Ja, deswegen ist das Gestein da so rot. Wieder? Ah, das ist ja Luxus da. Extrem bequem. Ja, also mehr oder weniger eine Rolltreppe, die auf dem Berg. Das kannst du fast sagen, ja. Geht der Steigschwierigkeit gerade? A, Fahrstuhl, B, Rolltreppe. C, Treppenhaus, D, Haushaltsleiter, E, Feuerwehrleiter und damit eine weitere Episode von Blade unfähige Wappler am Berg. Oder mehr Kraft als Verstand. Oder sucht euch irgendeinen beliebigen Titel aus. Das ist aber validiert da. Ja, dürfte der Stein runtergefallen sein. Das ist ja unerhört. Israel, der Zustand dieses Steigs ist sehr fatal. Na gut. Ja, das ist ja sehr luxuriös. Schon, gell? Wem das Set da übertrieben vorkommt, natürlich kann man das auch ohne gehen. Allerdings, ja, wenn wir schon mal das haben, dann nehmen wir es doch an. Ja, mit daneben steigen ist es dann aus. Ne? Bei dem steinschlaggefährdeten Gebiet ist vermutlich nicht einmal ein technischer Fehler, der dir das Leben kostet. Sondern ja, das eventuell ist wahr, ja. Einfach ein depperter Unfall. Und dann ist es aber wurscht, ob du bei AB abgestürzt bist. So, Leiter, geht es heute weiter. Oder wie der Rüdiger Neberg in seine Bücher geschrieben hat, mit Eiter geht es heiter weiter. Aber es ist eine schöne blaue Blume. Ja. Ja, und da steht ich und macht die Blume kaputt. Da habe ich nicht vor. So, und da ist die Versicherung auch schon aus. Ja, weil dann nicht der Gegelände beginnt. Aber in wenigen Metern geht es versichert weiter. Ja. Da steht er. Ja, da stehe ich. Da ist ja steil. Ja, schau, gell? Ja, unglaublich. Unglaublich, ja. Das ist die blaue Blume. Wo ist die blaue Blume? Und links oben hier. Ah, ein Enzian. Enzian? Enzian. Ja. Sehr schön. Die Enzian. So. Okay. So. Sehr elegant, wirklich. Ja, ein Handy in der Hand, gell? Gezeigte Techniken. Das ist die Einhand-Handy-Technik. Nicht allein, meine Eisen. Nicht nur in Form der Versicherung, sondern auch in Form von roter Erde. Das ist eine Via Ferrata, ne? Ui. Ja, der war im Weg, was soll ich machen? Umkehren! Aus! Wir gehen jetzt, dieser Baum hat alles verdorben.
Der Hoyo-Steig wird nur mit AB bewertet und ist nicht durchgehend versichert. Man sollte denn nun nicht ohne Helm und Klettersteigset gehen. Einige Passagen sind durchaus gefährlich. Gut, Kinder, zu Hause nicht nachmachen, weil da habt ihr keine Fösen. Und schon gar nicht nachmachen, was der liebe Flatter da tut. Weil der hat nämlich in der einen Hand das Handy und in der anderen Hand, ne, da hält er sich halt notdürftig am Surf ist. Da ist er schon wieder aus. Sehr sporadisch versichert. Da ist schon wieder aus. Ja, aber nicht gering achten, weil sie zumindest festhalten. Das hilft, hat ja. Der andere Ort von Sicherheit. Ne? Also wer es nicht glaubt, da geht es schon ganz schön runter. Ne? Ist die Gegend aus? Das ist eine Gegend aus, ja. Ja. Vermutlich geht es dann einfach in die andere Richtung. Das ist jetzt wieder länger, da hängen wir wieder ein. Ja, machen wir. Ja, das ist schon cool da. Hübsch, gell? Ja. Geht schon rein, ja? Ja, steil, aber mit einem tollen Panorama, gell? Also von der Aussicht her, da ist da keine Wünsche offen. Ja, da, oder? Ja, einen roten Punkt fangen, ja? Ah, ja, da ist er. Also, ich brauche noch ein bisschen Erfahrung in der alpinen Routenfindung. Der nächste Seilabschnitt. Ja. Steil am Seil. Eine kleine Kletterpassage kommt da jetzt. Ja, da bin ich aber gespannt. Ja, ja. Ui. Aber nur eine sehr kleine, oder? Israel. Ja, gut, Kimi. Na gut. Also, wie ist das? 1 minus A0. Fühlen Sie jetzt wieder, dass du stolperst und auf mich drauf fällst. Wir werden dann gemeinsam abstürzen. Genau. Ha, das ist ja schön. Genau deswegen geht man sowas, gell? Vorsicht. Ja. Israel, du bist falsch. Der Vogel. Nein, du bist falsch. Ah, okay. Gibt es einen Grund, warum das eine Pfeilmarkierung ist und der Pfeil sich leicht nach unten neigt? So. Stimmt, da ist er sogar richtig am Markieren. Ja, der Weg ist ziemlich scheiße. Er wird sich wieder hineinhängen. Ja. Brav wie er ist. Für alle, den Schnellabstieg ins Höllental suchen, da ist eine hervorragende Gelegenheit. Da ist man sehr schnell unten, ja. Das ist ins Höllental und gleich weiter in die Hölle. Ich filme jetzt, wie du fotografierst, das kommt immer gut. Sonst wissen die Leute nicht gar nicht, wo diese Fotos herkommen. Die können sich das überhaupt nicht vorstellen, wenn da plötzlich im Video Fotos eingeblendet werden, ohne dass man sieht, welche Person das wann wie aufgenommen hat. Jetzt im Prinzip sind das Genitalfotos von Pflanzen, ist dir das eh bewusst. Da kann man gut rasten machen eigentlich. Man könnte da aber gut weitergeben, was sonst so wird. Ja, weil ich dann den nächsten, was ich mache. Ich weiß nicht. Ich werde mit blöden Sprüchen vertreiben, Masrein. Die Weltsicht der Einhörner kennt nur zu viel Hörner und kein Hörner. Ja. In Sicht, da stehst du wie auf Nahrung. Aber gibst du den Einhandspruch, ist gar nicht so schlecht. Ja, ich sage einfach einmal ja. Gut im Felsen. Mhm. Ich glaube, das lasse ich auch aus mit Festhalten. Ja, überhaupt du. Danke. Lass ich mich auch noch versichern übrig, ja? Ich brauche dich nötiger wie du, ich bin schon öder. Steht mir gar nichts zu gut, gell? Wenn man es erst einmal heraus hat, ist ja alles kein Problem mehr. Du meinst einen Fuß von anderen setzen? Mhm. Ja, aussichtmäßig hat man da nichts falsch gemacht. Das entschädigt dafür diesen doch sehr mühsamen Zustieg, gell? Aber das da ist sehr schön. Ich komme auf dich zu. Das habe ich befürchtet. Israel, du willst es doch auch. Ah, nein! Ja, es gibt verschiedene Strategien, einen langsamen Seilpartner den Berg hinaufzutreiben. Das ist eine davon. Das ist spannend, warum ist da ein Seil und da vorne nicht? Das muss man uns einmal erklären. Kann man da weniger runterfallen? Da kann man jetzt weniger runterfallen, ja. Aha. Nein, das Seil ist einfach als Erinnerung da gewesen,
dass man runterfallen könnte. Und jetzt wissen sie leider eh schon. Verstehe. Ja, Großteil ist wirklich einfach nirgends technisch schwierig, aber nein. Beim Ausrutschen ist es dann wurscht. Ja, den Baum haben sie erfolgreich umgebracht mit dieser Sicherung. Ne? Das ist der Gewurzel, gell? Bissi. Ja, da geht's auch runter. Ja. Es geht überall runter. Wenn daneben steigen, Fehltreten ist schon aus. So. Geht's wieder runter. Die Umgebung da ist halt super cool, gell? Die Umgebung ist sehr cool. Aber da ist wenigstens ungefährlich. Ja. Gell, die Gegend gibt richtig was her. Allerdings. Das Schöne bei dem Steig ist auch, wenn man da von unten herkommt, gell, man kann sich gar nicht vorstellen, dass da mitten in der Wand mehr oder weniger so ein Bandel durchführt, wo es dann doch einigermaßen normal gehen kannst. Normal gehen kannst, ja, ungefährlich ist. Ja, und von den Ausblicken her könnte man sich kaum was Besseres vorstellen, gell? Absolut schön, ja. Na dann. Das ist auch cool. 2 Meter nach dem Anfang haben sie schon. Die Verlängerung, gell? Ja. Da sind sie mit der großen Seilrolle gekommen. Und immer, wenn es aus war, haben sie einfach angestiegen, ne? Ja, da geht man, ne? Mehr oder weniger. Ja, es wird gehen mit Geländer. Das ist eine Kette da drüben. Eine Verkettung glücklicher Umstände. Führt uns nämlich da nicht über diese Rinne hinauf, sondern da nach rechts. Asrael versucht wiederholt mit der Steinschlag um die Ecke zu bringen. Du kannst mit der Unsterblichkeit der Einhörner schlecht umgehen, gell? Ja, Asrael, die Kette hat schon ihren Sinn. Ui! Na? Die folgende Passage ist meiner Meinung nach die Schlüsselstelle und kommt leider recht spät. Der Trittstift ist zu weit oben und sonst gibt der Fels nicht recht viel her. Aber sieht selbst. Ja, da würde das Handy weggeben an deiner Stelle. Man muss wirklich nicht den Helden spielen. Aber wenn da mal schief geht, ist das Handy in einer ziemlichen Rutsche. Lieber nicht. Ab so ist es am einfachsten. Ja. Also so ist es einfacher als oben aufstützen. Das ist dann ganz geil, wenn du von da oben runterfällst und dann da hängen bleibst. Das ist Horrorfilmmaterial. Goa nennt sich das. Einhörner stehen auf sowas, Goa. Stehe. Was glaubst du, was das waren da ist? Das sind verrückte Viecher. Ja, aber es empfiehlt sich trotzdem, mit Bedacht zu gehen und falsch zu gehen, so wie ich. Da wirst du wahrscheinlich auch das Handy weglegen müssen, oder? Glaubst du? Was denn? Glaube ich nicht. Ist so dritte. Ist unkritisch. Bei mir erst 544 Kilometer. Haben wir noch was vor uns? Ja. Asrael. Au. Vom Dummschwarz kommt man nicht rauf. Ohne gibt es jetzt kein Video. Schaut aber cool aus, gell? Aha. Wo ist die nächste Markierung? Ah, da. Ja, wenn du da vorne eine Markierung hast und da schon aufsteigen soll, ist das natürlich doof. Aber ja, mit ein bisschen suchen, gell? Ja, da ist er wieder markiert. Und jetzt kommt der Klassiker. Die Strapazen werden langsam spürbar, aber nach dem Ende der Hauptschwierigkeiten umkehren und alles nochmal abklettern? Auch kein Zuckerschlecken und mental hängt man natürlich am ursprünglichen Tourenziel. Also noch knapp 300 Höhenmeter durchbeißen und wie geplant über den Rudolfsteig ins Tal. Jetzt kannst du langsam vorbei sein. Das ist ein cooles Türchen, gell? Da oben muss man. Ah. Ja, nett. Ja, coole ordentliche Aussicht, gell? Sehr schön.
sollte man ein Foto machen. Jetzt kann ich überhaupt viel mehr Fotos gemacht. Eine Versicherung haben wir da noch. Mit einer grandiosen Aussicht nochmal ins Höllental. Geht's da viere? Ein lockeres Seil. Nicht nur locker, sondern es rutscht da bei der einen Befestigung durch. Das ist besonders gemein. Nur einmal Versicherungen, Wahnsinn! Also doch nicht aus. Aber die sind sehr großzügig da. Ich glaube, da haben sie den Stall selber gehabt. Das ist schon ein bisschen anstrengend, gell? Haben wir den Ausstieg von dem Steig erwischt. Hoher Steig. Nur für geübte, schwindelfreie und trittsichere. Ja, schau, Schnee. Endlich was zum Abkühlen. Leichte eigentlich immer? Nein. Warum leichte dann die ganze Zeit, wenn ich die sehe? Das weiß ich nicht. Ja, Gott sei Dank ist ganz oben ein Schnee. Das wäre im Steig, jedenfalls mit unserer Ausrüstung, deutlich unangenehmer. Asael, der fiese Finsterling nähert sich. Gruselig ist das. Da sieht man erstaunlich wenig Trittspuren. Ich glaube nicht, dass der hohe Steig viel begangen war in letzter Zeit. Nein. Ja, alles gut. Ja. Ich schieb nur langsam vor mir hin. Ich werfe einen Mondschatten. Asael kann selbstständig Schatten werfen. Das ist sogar sehr gut. Es wirkt recht flach. Asael, ein Wegweiser in der Dunkelheit. Retter in der Not. Also an diesem Wegweiser ist der höchste Punkt erreicht. Höllentalstraße bei Rudolfsteig ist unser Abstieg. Da vier und da machen wir jetzt Pause, oder? Das heißt, du hast es geschafft, Haufer? Ja, du hast es geschafft. Yay! Da das haben wir eine tolle Abendstimmung noch für unsere Rast, oder? Hätte ich gesagt. Ja, da müssen wir nur noch einen schönen Stumpf finden. Also jetzt werden wir das Anziehen auf jeden Fall sehr gut. Asael, da hast du Stärkung. Bleibt zu hoffen, dass wir den Abstieg auch überwinden. Ja, es ist die Tour an dieser Stelle noch lange nicht vorbei. Auch das Video ist nicht vorbei. Der Abstieg über den Rudolfsteig in der Dunkelheit, der ist durchaus auch noch mal zum Aufpassen. Ja, dann werden wir ein paar Impressionen einfangen, ne? Genau. Auf geht's, vergessen haben wir nichts, gell? Glaub mal, alles noch da. Markierungen sind auch irgendwo sichtbar dann, oder? Ja, also der Rudolfsteig ist markiert. Da liegt die Markierung. Die ist schon ziemlich am Boden, aber beim Sitzen, es wird einem dann schon kalt, gell? Ja, ja. Also Asael leuchtet ins Loch. Nicht versteigen am Rudolfsteig, da geht's schon ganz wirklich runter. Ich glaube, da ist dann relativ bald aus. Da ist relativ bald aus, genau. Ja. Schaut da unten so Licht. Da war auch runterfallen gleich gar nicht so gut, gell? Nein, das ist, glaube ich, ist keine gute Sache. Also Rudolfsteig, durchaus auch zum Aufpassen. Wie vorher erwähnt. Was ist das unten da? Das sehe ich jetzt da, ich weiß nicht, was das für uns ist. So da. Aha. Wir scheinen da runter zu gehen, weil da unten sicher nämlich auf dem Baum auch eine Markierung. So, alpiner Abschnitt, gell? Jo. Steiner. Das ist richtig felsig. Ziemlich bröselig. Jo. Wir sind immer noch relativ hoch oben, gell? Wir sind noch auf 1165, sagt uns die Uhr. Wie hoch ist das Auto? 570 oder 577 war das, glaube ich. Ich hätte jetzt gesagt, das ist ca. 160 hoch. Aber ja. Ich glaube, ich hauen wir jetzt einfach da oben. Asael, manchmal bist du eine Erleuchtung. Ja, ohne Versicherung, wohlgemerkt, gell? Ein Fehltritt und es ist leider aus. So ganz harmlos ist der Rudolfsteig auch nicht. Ja. Ja, schau, ein versichertes Stück da auf einmal. Das offensichtlich geht es da jetzt noch tödlicher runter. Asraels Kräfte schwinden, nicht mehr die Luft, sondern die Muskulatur wird nun zum Problem. Ich bemerkte es zunächst gar nicht, weil ich absichtlich ein bisschen weiter voraus bin, um ihn bei einem Versteiger zusätzliche Höhenmeter zu ersparen. Eine schwierige Stelle. Aha. Aber er macht es souverän. Mit deutlichen Ermüdungserscheinungen wird der Rudolfsteig eine echte Herausforderung, die bei einem Fehltritt tödliche Folgen haben könnte. Ja, geht da ganz langsam, bedacht. Wir verlieren auf die angegebene Gehzeit über eine Stunde. Trotzdem eine gute Investition für die Sicherheit.
das fällt mir wahrscheinlich nicht durch. Deswegen Stopp. Oje. Ja, manchmal am Stoppschild schon Sinn, gell? Letztlich wird alles gut gehen. Aber haben wir die richtige Entscheidung getroffen? Ich weiß es nicht. Ja, also Rudolf Steig ist schon sehr alpin, gell? Wer ist der Mond, der bin ich. Ja, schwierig. Naja, ich fühle mich gerade der 80er-Eiger. Nachdem unser Abstieg sogar den Funkmikrofonen zu lang war, kann ich Azrael meinen Respekt nur aus dem Off aussprechen. Durchgekämpft und gewonnen, aber knapper als uns lieb war. Danke für alle, die uns bis hierher gefolgt sind. Ich hoffe, ihr habt aus unseren Erfahrungen was lernen können.